Grüß euch Leute zum nächsten Video. Und in diesem Video, jetzt muss ich mich mit der Spiegelung noch ein bisschen spielen hier von der neuen Brille, geht es um das, was ich mir auf der Vienna Comic Con gekauft bzw. geholt habe. Ja, natürlich neben den Fotos, der Foto-Op, die ich jetzt nicht zeigen werde, ganz gezielt, weil, naja, Ich lade zur Zeit versetzt auf Instagram hoch und in dem Moment, in dem das Video online ist, sollte zumindest schon eins online sein, nehme ich die Foto-Op mit Jason Isaacs, sprich Lucius Malfoy oder aus Star Trek Discovery, Captain Lorca. Deswegen, das werde ich zeigen, die anderen nicht. Aber dann starten wir gleich los, hätte ich gesagt, oder? Jawohl. Und zwar, dann starten wir gleich mal mit dem Foto-Op mit ihm. Ich habe hier vier Stück liegen, deswegen habe ich jetzt schauen müssen. Ja, vier Foto-Op-Bilder habe ich gestern gemacht. Und, genau. Ich nehme das jetzt nämlich am Sonntag auf, wie gesagt, wie vom letzten Video. Und hier mit Jason Isaacs. Gefällt mir sehr. Man muss eben dazu sagen, das war sehr, sehr knapp beim Essen die Zeit. Du bist rein. Hast ihm die Hand gegeben, kurz mit ihm zwei, drei Worte getauscht, hingestellt und so schnell konntest du gar nicht schauen, war es schon im Kasten drin. Ich dachte mir ehrlich gesagt, oh, du schaust jetzt wahrscheinlich komplett blöd rein und ich tue das mal weg und blende euch das Bild nochmal schön an. Und ja, wie ich das Foto dann bekommen habe, weil es gab nur den einen Termin am Samstag und da dachte ich mir, hey, schaust du sicher scheiße aus. Gott sei Dank, nee. Also der Blick passt und ist einfach geil, weil als Harry Potter Fan, traumhaft. Auch wenn ich kein Slytherin Fan bin, eher Gryffindor, aber Lucius Malfoy ist Kult, wenn man es möchte. Genau, so, dann, wo tun wir weiter? Wenn wir schon bei Lucius Malfoy sind, ich habe mir natürlich auch ein Autogramm von ihm geholt. Hier auf meiner Lucius Malfoy Funko Pop. In dieser Version, also mit seinem Gehstock, nicht mit der Prophezeiung in der Hand. Warum? Ich habe die, ich sag mal, einfacher, schneller bekommen, günstiger. EMP hatte nur die zu dem Zeitpunkt zumindest. Genau. Ja, schönes Teil. Den Bindestrich, sage ich mal, hier unten bei meinem, hier oben. Hat es mir ein bisschen verschmiert, ich habe es zu bald reingetan, aber ja, aber auch nur den Bindestrich zum Glück. Habe nicht dran gedacht, wobei ich habe es eine Zeit draußen gehabt. Okay, also das war mal von Jason Isaacs, super Typ und gar nicht so böse wie in den Harry Potter Filmen. Ne? Dann, das war eine sehr, sehr, sehr spontane Sache. Ich bin in der Line gestanden für Jason Isaacs, das Foto, und genau daneben war der letzte Tisch der Autogramm-Area. Und ja, Ross Mulan, ich hoffe man spricht ihn so aus, bekannt zum Beispiel aus Game of Thrones, der White Walker, beziehungsweise, mir fällt es auf Deutsch nicht ein, Weißer Wanderer, genau, war dort und dadurch, dass ich ja erst gerade mit Game of Thrones angefangen habe, jetzt mal gar nichts geschaut habe die letzten Wochen, weil es zeitlich nicht gegangen ist und ja, aber dann eine Unterhaltung gestartet hat, dachte ich mir, hey, der ist eigentlich cool und ein weißer Wanderer, sowieso badass. Und naja, dann hatte ich kurz Zeit, habe ich mir ein Autogramm geholt und weil es war überhaupt keiner bei ihm, jetzt dachte ich mir, ey, jetzt holst du dir schnell einen Autogramm-Token. Und ja, das war nämlich cool, weil dann habe ich mich auch mit ihm unterhalten können, ein bisschen länger, weil er eben Zeit hatte. Und ja, hier oben steht eben, er hat mich auch gefragt, willst du das gewidmet haben für dich? Und ich habe gesagt, ja bitte, wenn es geht. Weil ich bin jetzt nicht einer, der Autogramme holt und dann wieder verkauft. Muss ich ganz ehrlich sagen, wenn ich mir ein Autogramm hole, dann weil ich es will. Aber ich bin keiner, der das nur holt, um zum Verkaufen. Das interessiert mich nicht, weil... Nee. Hat aber drauf geschrieben. Entschuldigung. Ja. Natürlich für mich. Und ich komme für das Baby. Winter ist hier natürlich. Seine Unterschrift und eine Klammer unten. White Walker. Ja.
geiles Teil. Geiles Teil. Natürlich mit dem Vienna Comic Con Logo unten. Und ja. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte ihn gar nicht auf dem Schirm. Hätte ich ihn auf dem Schirm gehabt, dann hätte ich probiert, einen weißen Wanderer als Funko Pop zu bekommen. Und hätte mir die auch noch signieren lassen. Aber ich bin auch mit dem Print zufrieden, weil der gefällt mir extrem. Also das ist wirklich, ja, geil. Jo, wo gehen wir weiter? Gut, was ich an der Stelle vielleicht auch nochmal reinhalten kann, ist die Eintrittskarte. Hier haben wir oben Thor und Loki bereitgestellt, dieses Jahr von Panini. Genau, auf den Wochenkarten sowie Samstag und Sonntag für Erwachsene ist das Motiv oben. Bei den Kindern, oder? Jetzt hast du mir gerade die Ohren verschlagen. Bei den Kindern ist, glaube ich, Spider-Man oben. Und ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, ob nicht bei den normalen Erwachsenen-Tickets Deadpool oben ist. Irgendwie so in die Richtung, aber ja. Meins ist es nicht ganz das Motiv, ja, dadurch, dass ich überhaupt kein Thor-Fan bin. Und auch kein Loki-Fan, aber ja, schlecht ist es trotzdem nicht. So, wo tun wir weiter? Ich habe ihn getroffen. Und ja, ich konnte nicht anders. Und von wem spreche ich hier jetzt genau? Nämlich von keinem anderen als, ich halte mal die Cover rein. Da kann man sich's, glaube ich, schon denken, oder? Batman New 52 Run, natürlich Scott Snyder. Und ich habe mir natürlich drei Ausgaben unterschreiben lassen. Einmal die hier, sind alles US-Erstausgaben, also First Print. Dann das ist das. Das Cover finde ich einfach so dermaßen von Hammer. Ich komme nicht anders, also das ist. Und zu guter Letzt, weil ich wollte eigentlich die Nummer 1 hätte ich probiert zu bekommen, aber ist sich in der Zeit leider nicht mehr ausgegangen. Die Nummer 11 und hier auch. Ja, ich habe auch ein Foto da mit ihm gemacht. Ich hatte jetzt leider keinen, der irgendwie gerade da war zum Fotografieren. Jetzt habe ich einfach einen gefragt hinter mir. Das Foto ist leider, ich sage mal, verschwommen, ein bisschen verwackelt. Ich blende es euch trotzdem ein, ist egal. Ich freue mich trotzdem wie nix. Ich habe Scott Snyder getroffen. Super netter Typ. Er hat auch gesagt, ja, danke fürs Warten und alles. Und die Schlange natürlich, kann man sich vorstellen. Bei jedem sein, ich glaube, 3 Signiertermine waren es am Samstag. Ja, ich glaube, 3 waren es. Und jedes Mal. Die Comic Artists haben dieses Mal einen eigenen Bereich bekommen. Also, es gab die Artist Alley und dann gab es die, sag ich mal, die Comic Größen, wenn man so möchte. Und die haben einen eigenen Tisch bekommen. Oder beziehungsweise eine eigene. Ja, ihr wisst schon, was ich meine. Und waren wirklich viele Leute da. Mich haben nicht so viele so stark interessiert. 3 Stück an der Zahl. Zu den anderen 2 komme ich noch. Und Scott Snyder hatte natürlich die Killerschlange. Also wer kann es ihm verübeln? Und er hat alle 3 signiert. Er hat mir wahrscheinlich auch noch mehr signiert. Aber ja, er hat auch natürlich, und das ist wichtig, nichts verlangt. Er hat signiert wie ein Wilder. Super drauf gewesen. Hammertyp. Also das hat sich auch schon deswegen alleine ausbezahlt. Für mich. Okay, dann kommen wir zum nächsten Comic-Artist. Zum Mahut Asar. Der ein oder andere kennt ihn. Erstens mal habe ich den Namen schon des Öfteren in meinen Videos erwähnt, weil ich seinen Zeichenstil sehr, sehr, sehr mag. Und man kennt ihn gerade jetzt in der letzten Zeit von den All New, All Different Avengers, von der Avengers-Heftserie, die bei uns gestartet ist, in den, ich glaube, ersten 8 bis 9 Heften hat er mitgezeichnet. Und ja, da habe ich mir sein Commission Compendium 2017 geholt. Das habe ich vor 2 Wochen, glaube ich, war es auf Instagram gesehen bei ihm. Ist ganz neu rausgekommen. Und jetzt zeige ich euch nur kurz mal was raus. Ich werde euch unter anderem, ich werde auch sein Instagram hier unten verlinken. Weil er zeichnet zurzeit exklusiv für Marvel, hat aber auch für DC schon gezeichnet. Und ja, und so weiter und so fort. Ich bin extrem begeistert, habe natürlich ihn auch gefragt, ob man es natürlich signiert. Hat er natürlich gemacht. Das ist sein zweites Kompendium, das 2017er Kompendium. Und ja, hier haben wir nochmal signiert. Genau, was habe ich bezahlt für? Ich habe für das Teil 25 Euro bezahlt. Ich habe keine Minute überlegt. Ich wollte eigentlich dann noch einen großen Print von ihm mitnehmen, Batman Print.
Also wirklich groß. Ich glaube, 100 € wollte ich dafür haben. Ich wusste nicht, wo ich ihn reintun soll, weil er musste zusammenrollen und ich wollte nicht, dass er abknickt für das Geld, weil dann hätte ich mir dann gerahmt. Und naja, nächstes Jahr, weil er lebt ja mittlerweile in Wien, hat jetzt in der USA gelebt, jetzt lebt er in Wien. Und deswegen, letztes Jahr habe ich ihn auch schon getroffen auf der Comic-Con zum ersten Mal. Damals noch am Panini-Stand und dieses Jahr fand ich es besser, weil da war er länger da und hat seinen eigenen Stand. Genau, 25 € für das Stück, war es mir wert, habe ich nicht überlegt. Keine Minute. Und dann, ich blende euch da noch ein Foto ein von ihm mit mir. Und dann habe ich neben dem Stand vom Snyder, da war schon relativ spät. Relativ meine ich so, weil ich hatte noch mit Ross Mulan, also ich habe gerade was gehört, jetzt muss ich an, mit dem Weißen Wanderer um 17:30 Uhr ein Foto. Ich habe mir aber noch kein Fototicket vorbesorgt gehabt, weil das eine spontane Geschichte war. Also von Jason Isaacs und Matt Ryan Constantine habe ich mir und das Autogrammticket für Jason Isaacs habe ich es mir in der Früh schon geholt. Beziehungsweise ich habe wen gehabt? Eine Dame, die es mir geholt hat, und weil die ist aus Wien, habe ich dann das Geld gegeben. Genau, war schön. Gut, lange Rede, kurzer Sinn. Ein US-Paperback natürlich. Der US-Paperback vom Charles Soule, ich hoffe, man spricht ihn so aus, geschrieben. Der war nämlich auch dort. Da blende ich euch auch das Foto hier ein. Und gezeichnet wäre das Ganze von Phil Noto. Warum sage ich wer? Ist gezeichnet. Aber das war hier der letzte Paperback. Er wollte einen 20er für. Das war sowieso schon keine Überlegung mehr. Also für mich, das nicht mitzunehmen. Plus natürlich dem Autogramm dabei von ihm selber. Und er hat den aufgeschlagen auf der ersten Seite. Nobody's getting hurt. Und sagt zu mir: Hey, du hast Glück. Und ich sehe nur eine Unterschrift im Comic und denke mir: Hä? Und ja, der Zeichner, der Noto, hat ich auch unterschrieben. Sprich, ich habe nicht nur seine Unterschrift oben, sondern auch die Unterschrift des Zeichners unten, Noto. Und das für 20 €. Wie gesagt, natürlich auch mit ihm ein Foto und ja. Was habe ich für alles bezahlt, ihr wollt es nicht wissen. Ich finde es zwar jetzt nicht so schlimm, was ich bezahlt habe, aber es geht halt schon, ja, in die paar Hunderte. Mit allen Fotos, mit allen Autogrammen. Gut, aber da habe ich schon einen berechnet auch. Zug hin nach Wien und zurück nach Wien. Im Großen und Ganzen habe ich weniger ausgegeben, als ich mir gedacht hätte. Ich habe mir nur signiertes Zeug mitgenommen, wie ihr seht, bis auf die Fotos halt, aber die sind ja auch customisiert, wenn man so will. Und ja. Eigentlich hätte ich mir dann noch mitgenommen Spider-Man Heft Nummer, boah, fragt mich was. Die aktuelle Spider-Man, die ich schon als normales Cover habe, hätte ich mir dann noch beim Panini Stand als Variant mitgenommen. Warum habe ich es nicht getan? Weil es mein Comic-Händler mir schon bestellt hatte. Brauche ich nicht mitnehmen. Genau. Das war mein Video jetzt hier von dem Zeug, was ich mir mitgenommen habe. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Nee. Wie gesagt, die restlichen Foto-Op-Bilder, falls es wen interessiert, mit Matt Ryan, also Konstantin, Ross Mulan, der Weiße Wanderer, und mit jetzt fällt mir der Vorname nicht ein. Django Fett, der Morrison. Mir fällt der Vorname gar nicht ein. Auf jeden Fall kommt auf Instagram in den nächsten Tagen, sowie auch normale Fotos. Und ja, genau. Das war mein Loot. Ich habe, wie gesagt, nur signiertes mitgenommen, nichts anderes, hatte auch keine Zeit. Weil man kann sich denken, bei dem ganzen Zeug hier, signieren, Fotos, da hast du für nichts anderes mehr Zeit. Zufrieden bin ich trotzdem sehr und das nächste Jahr kann kommen, 17. oder 18. November, Messe Wien, dann zum dritten Mal hintereinander. Und ja, das war's. Jetzt wünsche ich euch noch einen schönen Tag oder einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal.